vom Spielercasting hier aufs Spielfeld und jetzt mit so einer Fackel hier Seite gespielt. Aber ich kann den Ball hier abgrätschen. Setzt zum Tempo-Dribbling an im 16er und wird gefällt. Kommen jetzt hier zum ersten Torabschluss. Er spielt den Ball jetzt hier in Richtung Spidey mit dem Kopf. Yo! Willkommen zum ersten Spiel 2024. Heute ein Testspiel gegen Makedonia. Ist das überhaupt in der EU? Makedonia, ich habe keine Ahnung. Und pünktlich zum neuen Jahr ist der Holzi mal nicht krank. Ich spiele nämlich. Für die Aufstiegsrunde nehmen wir es auch ein bisschen ernster. Ne? Deswegen haben wir den Strafenkatalog wieder rausgepackt, ne? Rausgekramt. Und derjenige, der heute hier nicht sein Outfit anhat, ne? Er kann direkt mal Strafe zahlen. Warte mal, wie plus viel? Plus zu spät kommen, ne? Gucken. Also Mario hat das in die Gruppe geschrieben und der Junge kommt erstmal mindestens 20 Minuten zu spät. Sind das nicht auch 30 Euro oder so? More passion, more energy, more footwork. Oh, der Mario ist erstmal hier mit dem heißen Haffee oder was? Er geht direkt weg, kein Bock mehr. Spieltagskleidung nicht vollständig, Trainingsanzug 5 Euro. Aufwärmshirt zum Spiel vergessen 5 Euro. Treffpunkt am Spieltag zu spät pro Minute 1 Euro. Ach, du das Schande. Ist ja ein 20 schon. Wir sind jetzt schon bei 20 Euro. Mal gucken wir mal, wer seinen Anzug nicht anhat. Doch, das ist der Erste. Warte, das ist der Erste. Guck auf die Uhr. 21 Minuten. 21 Euro bitte erstmal direkt hier. Und, warte. Ja, kannst du mal 5 Euro oben. 26, ey, wir werden Millionäre, Alter. Boah, jetzt schnell die Online-Hubs nehmen. Der hat nicht an! Der hat kein Trainingsanzug! Der hat noch keinen bekommen, der hat noch keinen bekommen. Lukas, der Neue am Start. Hast du nicht dabei? Nö. Warum nicht? Holzi hat selber nicht die Hose an! Der hat nicht die Hose an! Wo ist deine Nummer? Ich hab die nicht noch mehr. 5 Euro. Frisch aus dem Peaky Blinders. Paolo Papi! Der hat sich letztes Mal so beschwert, ne, dass das Stativ nicht so gut funktioniert, obwohl das neue ist hier. WD-40, das kannst du jetzt schön einspielen. Kannst du auch perfekt für was anderes benutzen, ne? Gut für die Hose, ne? Okay, genau. Ne? Der Lukas lieber die 17. Aber schreib mal bitte für den einen Spitznamen in die Kommentare. Wir brauchen wirklich einen Spitznamen. Wir brauchen irgendwas für sein Trikot. Echt schlimm. Mach jetzt was hier! Jetzt kannst du richtig Gas geben! Aber ist lecker, ne? Nicht mal. Erstes Testspiel des Jahres, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Ja, oder auch nicht, ne? Deswegen kann ich nur eins tun. Nimm mich! Ich glaube, ich hab mir das nicht gut überlegt. Ungewohnt, mich umziehen zu sehen, oder? Sehr ungewohnt. Komisch. Mario! Die Kasse klingelt! Hat einer nur! Einer nur! Zwei nach. Das sind 32 Euro, mein Freund. Sagen wir 31. Gib mir. Du kannst sie auch anders abzahlen, ne? Ich bin echt kurz davor, wieder um zu den Hause zu gehen, sag ich ehrlich. Warum? Ey. Erstmal Geld. Paolo ist auch so ein Geldeintreiber, der macht das Geld ein. Ich wollte gerade sagen, Paolo, hol dir mal das Geld von einem. Paolo, sorg mal dafür, dass der jetzt zahlt. Zeiten sind vorbei. Müssen wir gleich noch das Team angucken, dann gibt es auch direkt eine Prognose von Holzi. Eine Holzi-Spezial wieder Ansage, wie hoch wir heute gewinnen. Ich hatte so ein 4-0 im Gefühl, aber ich glaube, es kann sogar höher ausfallen, wenn ich die Gegner gleich sehe. Eigentlich brauche ich nicht viel sagen. Erstes Testspiel, wir haben nur noch eins, danach halt die Boris und Lukas. Herzlich willkommen bei uns im Team. Auf der 6. Was ich gehört habe, ich will jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber die haben wohl ein paar Spieler aus der Kreisliga A jetzt verpflichtet im Winter. Keine Ahnung, ob es so ist, wie es ist, ist mir auch scheißegal. Ich will, dass wir dagegen halten. Spaß haben, Gas geben, aber auch verletzungsfrei bleiben. Deswegen auf geht's mir nach nicht. Warte, guckt ihr das an? Von Catering hat der Video gemacht. Guckt ihr das an? Ja. Hier, Junge, hier. Der ist meiner, Fabito. Ich glaube, das ist der Paolo. Ja. Ne, hier, der ist schon alleine. Ne? Ja. Ich habe den immer noch meinen. Fabito hat den verloren. Der ist alleine. Okay, der Paolo ist da. Also eigentlich würdest du nur sagen, du hast deinen Mann und alle anderen sind scheiße, ne? Wir müssen einfach die ganze Zeit daneben bleiben. Papi, das ist nicht einmal passiert. Das ist dreimal, viermal passiert. Gegen Westen. Und die sind nicht gut, ne? Auf der Arschstück wurde die ja kassieren. Hat er recht. Wir kassieren. Und wir müssen das wirklich üben. Aldi oder Lidl kassieren? Nee, Papi, Penny. Penny! Er ist heute zu Penny. Du gibst jetzt erstmal eine schöne Prediction gleich. Seht ihr jetzt heute, ja. Hello! Holzi, ganz langsam, ne? Ja, genau so, genau so.
So werde ich über den Platz gehen. Genau, ich mach das mit dem Stellungsspiel, ne? Wo ist das Catering hin? Normalerweise schon doch hier mal schön mein Brownie und alles, Alter. Ja, über den hat sich doch beschwert. Digga, ja, weil der letzte Mal nicht da war. Jetzt ist er ja wieder nicht da. Mo, das ist jetzt deine Aufgabe. Noch zusätzlich Brownies für die Mannschaft kochen. Also, wer da findet, dass Mo jetzt auch für Catering und Brownies zuständig ist, der lässt ein Like da, ja? Also bei 30.000 Likes muss Mo zum nächsten Spiel Brownies backen. Ja, like mal bitte. Bitte nicht liken, ja? Du musst auch nicht ganz weit gehen, nur fürs Gefühl, dass... Erwischt. Schon wieder am Handy hier, ne? Ich bin am Arbeiten, ja. Bitte lass mich arbeiten in Ruhe. Ja, Pablito hat das gut zusammengefasst, wie der Platz aussieht. Ja, der sieht aus, wie wenn du die ganze Mütze angehabt hast und dann die Haare so platt gedrückt sind. Guck mal. Ja, guck dir wirklich an, Digga. Guck hier, alles so platt, Digga. Was glatter? Bruder, ich seh doch, ich seh doch, du hast eine Woche nicht rasiert. Da ist, glaube ich, sogar glatter. Die machen sich gut warm, die Gegner. Die waren aber nicht so früh draußen wie wir. Deswegen würde ich die Prediction auf 6-0 erhöhen für uns. Mark my words. Bam! Wow! El ritmo de la noche. Vamos a la playa. El ritmo de la noche. Bruder, der Holzi sieht unnormal fertig aus. Einfach wasted. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Also, bist du noch fit oder? Der Mo sagt, du siehst ein bisschen fertig aus. Ja, man muss natürlich auch richtig trainieren. Ne? Man muss sich richtig warm machen, weil erst wenn man heiß ist, dann ist man auch heiß fürs Spiel. Also ich kann natürlich heute, ja, 90 Minuten geht es wahrscheinlich. Ich würde sagen, 360 Minuten kann ich. Ja, 360. Sie macht Euro Kingel von dir, für zu spät kommen. Jawohl, Juni! Die Sachen hat er an, da, ne? Sogar die richtige Hose. Pünktlich wie die Eisenbahn. Pünktlich wie die Eisenbahn. Okay, Jungs, heute ist quasi Trainingseinheit mit Spielcharakter. Ja? Mit dem ersten Spiel direkt, wenn da Ella kommt, das ist wie eine Flutwelle, die auf uns zukommt. Ich glaube, die haben 50, 60 Tore geschossen. Das heißt, da kommt ein richtiger Brecher direkt am ersten Spieltag. Das erste Meisterschaftsspiel wie eine Flutwelle vorstellen. Wenn die Welle da ist und du hast dich vorher nicht vorbereitet, ist Ende. Dann spült die dich weg. Das heißt, wir müssen uns jetzt vorbereiten, denn wenn dann am ersten Spieltag der Brecher kommt, dann können wir auch dagegen halten. Also fangt jetzt an! Jawohl! Wir surfen auf der Welle! Willst du heute Kapitän sein, Mario? Muss ich nicht. Komm. Ich habe eine schöne rote Binde. Du bist heute unser Kapitän. Dankeschön. Aber Strafe muss er trotzdem zahlen. Psychologische Kriegsführung hier. Einer hat mir einen Penis gefasst. Okay, Leute, erstes Testspiel. Das wird eine Welle auf uns zukommen. Wir müssen die Arsch in Ohr bauen. Ihr wisst Bescheid. Wir machen das mit dem FC McDonald's. Danach die Big Mac Menü auf mich. Also, komm. Lass die Welle surfen. Komm, lass sie bis zum Ende rein. Mario, du gibst es an. Nein, nein, ihr macht das. Du! Nein, du! Was sagt ihr denn? Wir sind ein! Team! Team. Let's go, Jungs! Wir starten rein in das erste Testspiel 2024. Der Gegner spielt auch in der Kreisliga C, war allerdings nicht mit uns in einer Gruppe und wir haben noch nie gegen ihn gespielt. Deswegen ist es eigentlich ein guter Test zum Jahresbeginn. Die ersten paar Minuten und Makedonia versucht hier über unsere rechte Seite durchzubrechen. Ja, mit einem paar Pässchen. Und den nächsten Pass kann ich aber hier zum Glück erahnen. Macht das Spiel direkt schnell hier über Luis. Luis weiter jetzt hier auf Veit. Und dieser Gegenspieler wird tatsächlich von der Welle erfasst und liegt jetzt hier auf dem Boden. Veit sieht das. Spidey spielt den Ball. Der direkt nochmal weiter auf den neuen Lukas. Lukas auf Lukas. Der direkt mit dem ersten Torabschluss. Aber das ist nichts für einen Keeper. Wir hatten die ersten paar Minuten der Partie eigentlich sehr gut im Griff. Das war dem Andrew fast schon zu langweilig. Deswegen wollte er es hier ein bisschen spannend machen mit diesem Fehlpass, um auch den Holzi ein bisschen wieder zu fordern in seinem ersten Game. Der regelt das einfach mal mit der Glatze und erobert hier den Ball jetzt nämlich zurück gegen 3, 4, 5, 6 Gegenspieler. Und wir sind wieder in Ballbesitz. Makedonia versucht jetzt hier das Spiel von hinten aus aufzubauen. Ja, spielen den Ball jetzt hier raus, aber tatsächlich raus aus dem Feld. Zum Glück für uns, denn Luis packt sich hier direkt den Ball, will das Spiel schnell machen, aber keiner von uns reagiert da. Also Teamchemie ist auf jeden Fall heute da.
Langes Brot vom Keeper, da wird einfach mal radikal die Glatze reingehalten und der Ball wird zurück zu den Gegnern katapultiert. Die versuchen sich jetzt hier im Mittelfeld zu behaupten, aber wir machen einfach zu viel Druck, sodass wir wieder am Ball sind. Und die Gegner, die waren irgendwie noch nicht so ganz im Spiel. Wieder Einwurf für uns. Luis schnappt sich den Ball und diesmal passen wir auf. Diesmal ist der Veit hellwach. Luis auf Veit. Veit versucht ihn da jetzt in den 16er zu spielen, aber der ist ein Ticken zu weit für mich. Und wir spielen wieder über unsere rechte Seite mit Adam und Louis. King Louis ist hier im Clinch, spielt jetzt nochmal hinten über mich. Ich spiele den Ball jetzt hier zu Adam. Adam nochmal zu mir und das jetzt hier ist natürlich ein sehr gewagter Ball für den Louis. Ja, ich habe wirklich gedacht, er war Louis Bolt. Auch wenn wir viel den Ball hatten, lassen die richtig großen Torchancen noch auf sich warten, wie die Züge der Deutschen Bahn. Boris hat den Ball, der springt jetzt aber wieder zu Lukas, dem neuen Lukas. Und der zieht mal wieder ab und der Torwart pariert erneut. Einwurf Andrew, ja, auf die Titte von Spidey. Der geht hier schön am Gegner vorbei, spielt den Ball jetzt hier in den 16er, aber da ist einfach absolut niemand. Und der Ball wird jetzt wieder erstmal nach vorne gespielt vom Gegner und die machen es schnell. Wir sind gefühlt alle vorne, bis auf ich und Adam. Wir versuchen jetzt hier den Gegner zu stellen, da dran zu bleiben, aber der packt hier wirklich eine geile Flanke aus für den Stürmer. Der kann sich hier durchsetzen, schießt und nur knapp vorbei, um Haaresbreite. Genau diese Haare, die ich nicht auf dem Kopf habe. Zusätzlich zu den Chancen vom Gegner haben wir uns dann das Leben selber noch schwer gemacht mit solchen fatalen Pässen. Den erobert der Lukas aber direkt zurück. War wahrscheinlich einfach ein Doppelpass mit dem Gegner. Wollte einfach mal zeigen, was er so kann. Holzi ist im Ballbesitz, Holzi auch nochmal auf Lukas, der das eigentlich bis dahin super macht. Und jetzt machen wir das Spiel ein bisschen schneller über Boris. Ah ne, doch nicht. Ecke hier von Pablito, wird hier reingeschnörkelt. Veit steigt da schön hoch, aber er kriegt leider zu wenig Druck dahinter am Ball. Und wir starten mit einem Luftball und Perfect Touch hier vom Gegner. Aber schaut mal genau hin, der trägt einfach Turnschuhe und keine Fußballschuhe. Deswegen verschätzt er sich hier, glaube ich, auch mit dem Ball nach hinten. Spidey kann ihn erahnen, spielt direkt auf Veit. Veit will sich hier durchsetzen, aber wir kommen hier leider nicht zum Schuss. Und ja, das Spiel läuft weiter. Jeder hat das auch mittlerweile hier verstanden, bis auf Mo. Unser Kameramann, jetzt hat er wieder den Ball, okay, und er ist schon wieder auf unserer Seite. Schön kombinieren können wir ja, wenn wir wollen, und das zeigen wir hier mal wieder im FC Brotatatas Tiki-Taka mit Boris und Adam. Adam auf mich, ich wieder zurück auf Boris, der versucht sich jetzt durch die Gegner einfach mal wieder durchzutanken, aber stibitzt den Ball noch zu mir und ich denke mir, komm, bisschen Dominanz zeigen, da nochmal den Rabona-Pass auspacken und dann mit Zug zum Tor. Schöner Diago, aber... da ist ja gar keiner. Die nächste Ecke von Papito. Wieder schön reingeschnörkelt. Wieder ist es Veit, der hier hochgeht. Und jetzt auch noch Boris. Aber der Torwart hat ihn. Luis am Ball. Will jetzt hier den Gegner nass machen. Geht vorbei. Legt sich den Ball aber zu weit nach vorne. Und kassiert jetzt hier einen ganz bösen Panner. Da brauchen wir gleich, glaube ich, nochmal eine Slow-Mo. Der Ball wird jetzt hier auch über unsere rechte Seite gespielt. Aber ich kann den Ball hier abgrätschen. Das war auf jeden Fall eine dumme Grätsche, wie sie später herausstellen wird. He needs some milk. Einwurf für uns über Rafa Papi Papi Chulo. Der erstmal zum Gegner springt, aber die Gegner können oder wollen den Ball jetzt einfach nicht klären. Spielen hier irgendwie mit der Sohle, mit der Hacke direkt wieder zu Veit. Der legt ihn auf Lukas. Der legt ihn ab auf Boris. Boris nochmal ein weiter auf Adam. Und Adam lässt den ersten Gegner aussteigen und zieht jetzt ab. Nope. Da fehlt ein guter Meter aber noch. Andrew ist am Ball, spielt den Ball hier zu Lukas. Lukas geht nochmal hinten rum über mich. Wir verlagern das Spiel auf die andere Seite über Adam. Und das ist schöner Kombinationsfußball. Direkt zu Boris, Boris zu Luis. Luis direkt wieder zu Adam. Machen hier erstmal gute Meter. Aber der Gegner steht heute sehr tief. Deswegen gehen wir nochmal hinten rum über Luis und über Lukas. Vom Spielercasting hier aufs Spielfeld. Und jetzt mit so einer Fackel hier ans Lattenkreuz. Und auch im Nachsetzen können wir den Ball nicht im Tor versenken. Das kannst du doch keinem erzählen. Aber wir sind immerhin zumindest wieder im Ballbesitz. Mann, 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 was war das für ein Ding? Das hat uns aber zumindest mal wieder neue Motivation und Hoffnung gegeben, dass wir doch noch Tore schießen können. Luis legt den Ball rüber auf Pablito und der packt direkt auch den Schuss aus, der oben aufs Netz aufkommt. Makedonia baut das Spiel mal wieder von hinten auf. Die haben hier Ruhe am Ball, lassen den Ball erstmal laufen, aber wir machen Druck und erzwingen hier die Fehler und gelangen in den Ballbesitz über Lukas mit einem schönen Außenriss. Passt in die Spitze für den anderen Lukas, aber da kriegt noch ein Verteidiger den Fuß zwischen. Und wer zum Teufel geht hier gerade im Busch einen abklonken? Schreibt's mal in die Kommentare.
Wir wollten den Gegner jetzt gar nicht mehr erst in unsere Hälfte lassen. Wir haben so hoch verteidigt, ich glaube selbst Mario stand in der gegnerischen Hälfte. Und wir haben so viel Druck gemacht, dass der Gegner nur Fehler machen konnte. Wir haben ihn zugepresst, sodass Luis jetzt hier blitzschnell lossprintet und an den Ball kommt. Der flankt ihn jetzt flach rein, aber da ist halt noch ein Bein dazwischen. Okay, das Ende der Halbzeit naht, wirklich 90% Ballbesitz und zu 95% waren wir in der gegnerischen Hälfte, aber wir haben immer noch 0 Tore. Diesmal versuchen wir es über den Zauberfuß. Der steckt einen Ball durch für Spidey, der versucht es mit dem linken, aber auch da ist ein Gegner davor. Mann, Mann, Mann. Oh! No! Ja, ja, ja. Und das ist der Schlusspfiff und damit endet die erste torreiche Halbzeit mit 0:0. Ich glaube, wir machen es so verkehrt, so ein bisschen zu hektisch teilweise. Ja. Ich sage 90% Ballbesitz haben wir, machen nichts draus. Ja, und dann kassieren wir fast noch ein Ei da hinten, weil, ja, ich will den Namen nicht nennen, aber ihr habt ja gesehen, nicht den Zweikampf annehmen. Nein. Passiert, passiert. Aber es ist ein Testspiel, erstes Spiel, ist normal, da fehlt noch so ein bisschen, aber wir machen es an sich gut. Das ist jetzt auf jeden Fall nicht die Welle, von der Marius gesprochen hat, das sind ein paar Tropfen eigentlich eher. Noch nicht mal. Wir müssen dieses scheiß Ball da ins Tor von den Gegnern kriegen. Das Problem ist halt, wir wollen es zu kompliziert machen. Ich bin ehrlich, wir spielen in gewissen Situationen einfach nur zu hektisch, statt in Ruhe zu verlagern. Das ist so ein bisschen unser Problem. Was auch okay ist, wie gesagt, erstes Testspiel, man muss sagen, wir dominieren die schon gut, auch wenn das nicht immer gut aussieht, dominieren wir die richtig gut. Das ist auf jeden Fall wichtig. Weil sonst wird das schwer. Andrew dribbelt gerade an oder Holz ist egal wer, spielt den dann irgendwann gegen die Verschiebebewegung. Versucht es zu spielen, bleibt ruhig. Ich sag dir euch ehrlich, ich will das Spiel gewinnen. Wenn wir ein Scheiß-Tor kassieren, dann ist es so. Ich will heute wirklich, dass wir unser Pensum ausschöpfen, dass jeder, der auf dem Platz ist, Gas gibt und müde ist. Wir sind immer noch in der Vorbereitung. Wir werden Dienstag, Donnerstag genauso hart trainieren. Belohnt euch mal, weil ihr habt einen super ihr leistet so viel Aufwand, ihr gebt so viel Gas. Ja, deinen hätte ich auch gegönnt, ne? Brauchen wir nicht drüber reden, aber reicht jetzt auch langsam mal. Seid giftiger vorne, im Pressing. Sei ehrlich, wie langweilig ist das da hinten im Kasten? Ist kalt, sagen wir es so. Ich hab keinen Bock, die ganze Aufstiegsrunde immer nur über lange Bälle zu kommen. Spielt es heute mal. Versucht es zu spielen. Man muss sagen, der Gegner gibt uns die Chance, weil die tief stehen. Ey, Leute, irgendwie voll komisch. Ich dachte, ich bin holzig. Ich dachte, ich bin aus Holz. Aber scheinbar bin ich doch nur aus Fleisch. Ach, richtig, Scheiße. Richtig dumme Grätsche. Besser nicht nochmal machen. Direkt vorbei. Einmal gegrätscht. Die zweite Halbzeit startet und die Gegner haben tatsächlich ihren Torwart gewechselt, der allerdings für mich der beste Mann auf dem Platz war. Na, ob das noch was mit meinem 6-0-Tipp wird, ich weiß ja nicht. Also es steht ja immer noch 0-0 und wir müssen erstmal hinten wieder aufpassen, aber Andrew macht das hier super, setzt sich da gut durch und Bratte hat den Ball. Ja, ja. Schneller Doppelpass zwischen Etem und Luis. Etem setzt zum Tempo-Dribbling an im 16er und wird gefällt. Er geht zu Boden und der Schiri entscheidet sofort auf 11 Meter. Das ist doch jetzt mal die Chance für uns. Hey Schiri! Und diesen Elfer wollte unbedingt der Louis, unser King Louis, schießen, ja, weil er wieder ein bisschen Ehre herstellen wollte, nachdem er da so einen bösen Panner kassiert hat und er schießt ihn einfach hier trocken in die Mitte rein. Also das ist ja easy für ihn. Ist jetzt etwa der Knoten geplatzt? Wurde die Büchse der Pandora geöffnet oder brauchen wir wieder ewig, um das nächste Tor zu schießen? Das ist hier die Frage. Makedonia spielt auf jeden Fall ein bisschen hinten rum und wir pressen direkt weiter. Ihr wisst es doch, wir gehen direkt drauf und der Ball springt deshalb nämlich zu mir. Ich lege ihn rüber auf Veit. Veit ist frei vom Tor, zieht ab und das ist das 2:0. Wunderschöner Schuss von Veit, aber auch sehr stark Druck gemacht von Poblito. Ja, auf einmal sind wir hier doch am mazedonischen Schießbudenstand. Da steht schon wieder 2-0, ne? Und wir machen hier weiter Druck. Vielleicht wird das ja doch noch was mit dem Holzi-Orakel. Wir schalten direkt wieder auf Vollgas, kommen jetzt hier in den Ballbesitz wieder über Veit. Der steckt den Ball durch, aber der Torwart ist da. Und da gibt es auch den ersten Doppelwechsel. Die beiden Torschützen, Luis und Veit, verlassen das Feld und dafür kommen Marius Mr. G und Erron aufs Feld. Wir erobern mal wieder den nächsten Ball, Holzi nämlich, und der kommt zu Marius. Marius direkt hier in der ersten Aktion, tankt sich durch ein, zwei Gegner. Wir wissen alle, der Marius, der ist ein stabiles Pferd.
Der Ball ist bei Lukas. Lukas spielt den Ball zu mir. Ich will ihn eigentlich annehmen, aber es wird eher zu einem Pass zu Poblito. Und Poblito sieht den Marius da starten. Probiert es mit dem Dreieckpass, aber der ist ein bisschen zu steil. Ich dachte, erst du hast den geschossen. Nee, ich bin schon draußen. Aber hast du Tor hier gemacht, ne? Eins habe ich gemacht, ja, aber dafür auch richtig scheiß Aktionen gehabt. Also egal. Das war, glaube ich, das einzig Gute, ey. Tor ist Tor. Jetzt bist du hinter Gittern, ne? Für die Aktion, ne? Nie wieder sowas. Andrew hier mit der Übersicht spielt einen schönen Ball hier über alle Leute rüber zu Atem auf die andere Seite. Und der wird schon wieder hier gefoult. Der arme Atem kriegt heute wirklich alles ab. Dafür haben wir hier einen Freistoß. Boris schnell ausgeführt auf Atem. Atem direkt wieder auf Boris. Boris sieht auf der anderen Seite da Pablito, schlägt den Ball zu ihm. Der legt ab für Ehrenvolle rechts unten. Was für ein schönes Tor. Aber das war wirklich ein sexy, sexy Tor. Man muss aber auch ehrlich sagen, es lief nicht alles so nach Plan im Spiel. Ich glaube, die Gegner haben gecheckt, das funktioniert nicht mit dem. Jetzt tun die einfach den nächsten Feldspieler ins Tor. Der dritte Torwart hier. Tatsächlich wurde der Torwart hier schon wieder gewechselt. Die dritte Person, die jetzt beim Gegner im Tor stand. Aber gut, dafür sind Testspiele auch da, ne? Können sie ruhig alles testen, wie sie wollen. Wir sind natürlich wieder am Ball. Also wenn irgendwas hier klar ist, ist, dass wir 95% Ballbesitz haben. Poblito mit dem Ball und ganz viel Platz und Zeit. Ich habe auch Platz ohne Ende, drehe mich auf, aber spiele den Ball jetzt hier in die Mitte auf Eren. Den Eren, Mann, der will am Gegner vorbeigehen, bleibt aber hängen. Der Ball springt wieder zu Poblito, der flankt ihn direkt rein Richtung meinen Fuß, aber ich komme nur noch irgendwie mit dem dicken Eumel dran. Mario Bratte, unser Oktopus, unser mitspielender Keeper, ja, schlägt den Ball hier schön zu Papi Rafa. Der verteilt erstmal direkt einen Panner und göngelt dem Gegner dann noch direkt die Rippen und den Fuß raus. Ja, hat ein bisschen wehgetan, aber war keine Absicht. Und die anderen Jungs, die skillen da hinten noch schön. Es lief heute viel über Lukas, aber auch über unsere linke Seite, Poblito und Rafa. Poblito schickt Rafa direkt, der richtig Bock hatte. Unser Papi hatte Bock auf ein bisschen Cha-Cha-Cha tanzen, spielt ihn wieder auf Lukas. Der will eigentlich hier schon abziehen, aber entscheidet sich dann doch nochmal den Ball rüber zu spielen auf Atem. Und hier wird wieder ein bisschen Passspiel betrieben, ne? Tiki-Taka, Pass, Pass, Pass. Lukas direkt mit dem Chipper auf Eren. Der kann ihn mit links jetzt aber nicht mehr reinbringen und der Torwart hat ihn. Immer wieder machen wir schon so früh Druck, dass wir hier wirklich sehr, sehr nah am Tor den Ball erobern. Ehren ist jetzt hier am Ball, spielt den Ball jetzt hier nochmal zu Lukas. Lukas mit einer schönen Bewegung vernascht hier den Gegner, schießt, aber den hat der dritte Keeper. Aber dafür gibt es natürlich einen Eckball und diese Ecke bringt natürlich wieder Poblito. Und Andrew steigt da schön hoch und netzt das Ding ein. Wunderschönes Tor. Andrew wirklich der torgefährlichste Innenverteidiger, den ich jemals gesehen habe. Ja! Wieder Lukas und Poblito. Poblito mit dem Auge für mich. Ich habe da wirklich so viel Platz. Zieh jetzt Richtung Tor. Sehe auf der anderen Seite Marius, Mr. G. Leg ihn komplett rüber. Der hat doch eigentlich schon den Ball, weiß aber nicht, was er damit anfangen soll. Und gibt einfach dem Gegner den Ball zurück. Abstoß vom Drittkeeper bzw. dem Rechtsverteidiger. Mal sehen, wie weit der kommt. Ja, auch nicht in die gegnerische Hälfte bzw. in unsere Hälfte. Und wir haben wieder den Ball. Ich glaube, die Jungs hatten keinen Bock mehr, uns so wirklich anzugreifen. Denn Poblito spaziert da wirklich durch. Papi Rafa steht auch komplett frei. Spielt ihn auch nochmal auf die ganz andere Seite. Keiner geht da wirklich hin. Eren auf Boris. Der hat da alle Zeit der Welt und zieht ab. Aber der Rechtsverteidiger hält den Ball. Und Schuss, stark, Boris! Wir fangen hier ganz von hinten an, auch wenn man sagen muss, dass wir hinten wirklich nichts zu tun hatten. Boris hat jetzt hier die Übersicht, spielt den Ball wirklich schön hier raus auf Poblito. Rafa Inter läuft hier schon, Poblito weiß das natürlich, spielt hier direkt in den Lauf von Papi Rafa. Der versucht hier vorbeizugehen bzw. den Ball vorbeizulegen, aber scheitert erstmal. Aber wir sind immer noch im Ballbesitz. Papi Rafa geht mit dem Ball spazieren, legt ihn jetzt doch nochmal ab für Boris, geht nochmal hinten rum. Und Boris versucht sich jetzt hier alleine durchzutanken, macht ein paar Meter gut, ist jetzt hier auf Außen und schlägt den Ball einfach mal rein in den 16er. Der Ball wird abgefälscht vom Verteidiger und der Torwart, ja, der macht eine Flutschfingeraktion und lässt den Ball rein. Also danke für dieses Geschenk. Oh.
Schon gegen McDonalds Hobbymannschaft, Digga. Das ist grauenhaft, die machen. Wie viele Tore hast du gemacht? Eins. Das ist das Schlimme, da wir so nur wenig Tore haben. Wollte schon mal her. Ja, bye bye. Makedonia hat jetzt hier einen Einwurf relativ nah an unserem 16er und machen das hier auf einmal gut. Ja, kommen jetzt hier zum ersten Torabschluss in der zweiten Hälfte. Mario muss tatsächlich mal eingreifen, aber das ist natürlich nichts für einen Oktopus. Der wirft den Ball direkt hier zu Marius, macht das Spiel schnell. Das war hier nochmal ein letztes Lebenszeichen vom Gegner, aber ja, es war auch wirklich das letzte, denn sonst hat sich da nicht mehr viel bewegt. Holzi spielt den Ball auf Pablito. Oh, Pablito auf Boris und guck mal, was da für Abstände sind. So viel Platz und Zeit. Ich habe wieder den Ball, spielen wieder in die Mitte. Diesmal auf Gundi, der jetzt in der Partie war, der auf Eren. Eren mit dem Chipper in Richtung Boris und da sind einfach so viele Lücken, so viel Platz. Boris spielt ihn jetzt in die Mitte. Ich versuche dann auch mit links abzuziehen, aber der Rechtsverteidiger ist gar nicht mal so schlecht im Tor. Das muss man ihm lassen. Wir haben aber immer noch den Ball. Deswegen können wir nochmal den zweiten Angriff starten. Etem schießt drauf, aber jetzt ein bisschen Pingpong im 16er. Gundis Gesicht lenkt den Ball zu Boris. Der steht frei vom Tor, muss ihn nur noch reinschieben. Da ist der Jubel natürlich auch gar nicht mehr so groß. Aber trotzdem gut gemacht. Vor allem Gundis Gesicht. Letzte Minute und es steht tatsächlich 6-0, so wie ich es prophezeit habe. Und ich hätte an dieser Stelle nicht den Ball nach vorne spielen dürfen, denn wir machen hier noch einen letzten Angriff über Lukas, über Boris. Der spielt den Ball jetzt hier in Richtung Spidey mit dem Kopf, dann Volley-Abschluss, der Torwart. Eieiei, es steht 7-0. In der letzten Minute machen wir hier doch noch einen. Nein! Der Torwart hat mir am Ende nochmal gegönnt. Ich habe keine Gehirnerschütterung. Das war's mit dem ersten Testspiel 2024. Ich weiß gar nicht genau, wie es ausgegangen ist. 6-7-0. 7-0, Test ist geglückt. Danke an dich. Du hast mir meinen Tipp kaputt gemacht. Ich habe 6-0 getippt. Ich bin immer noch der Meinung, dass eine Tor war abseits. Deswegen können wir 6-0 sagen. Welches? Keine Ahnung, das fünfte oder sechste oder so. Okay. Danke an den Gegner. Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir noch ein, zwei Testspiele auf jeden Fall, bevor die Aufstiegsrunde losgeht, Leute. Wichtig und richtig. Lasst ein Like da. Bei 30.000 Likes muss der Junge beim nächsten Spiel Brownies backen. Deswegen lasst bitte diese Likes da. Und jetzt!